Ich investiere in die Zeit. Auf manche wirkt das faul, aber ich bin mehr als bereit. Viele, die ich kenne, rennen viel schneller als ich, wenn es darum geht, dass man sich selbst überholt, damit man vor allen anderen ankommt. Aber für mich geht es nicht darum, was irgendwann kommt, sondern was jetzt ist. Daher meine Skepsis gegenüber Stress. Daher meine Skepsis gegenüber Stress. Ich laufe gerne langsam und lass mich treiben. Andere versuchen zwanghaft genau das zu vermeiden. Und viele Menschen, die ich sehe, achten nur auf ihr Kleingeld. Ihr seid nicht gemeint. Ich hab ja auch gerne was im Portemonnaie, aber da gibt es was, das für mich mehr zählt. Und das ist Zeit, unmessbare Zeit, die danach schreit, mit ihr zu machen, was ich will. Es ist meine Zeit, die ich vertreib, und nur kein Neid, denn ich bin nichts Besonderes, sie macht mir nur keinen Stress. Leute machen Wellness-Wochenenden und schuften Monate dafür. Bekommen Schwielen an den Händen und kommen dafür eine Woche an die Côte d'Azur. Oh, oh, wo steckt die Logik in all dem? Meistens können die Betroffenen es danach selber nicht verstehen. Warum? Obwohl die Sonne da doch scheint, der Druck nicht von ihnen abfällt. Und dabei gibt es eine einfache Arznei. Nicht gehen, nicht gähnen, das ist gemein. Die Arznei, gleich bist du dran. Die Alltagssorgen auch mal abstellt. Und das ist Zeit, unmessbare Zeit, die danach schreit, mit ihr zu machen, was man will. Es ist die Zeit, die kein Vergleich jemals erreicht. Wenn man sich mal selbst in Ruhe lässt, gibt es keine Zeit für Stress. So, gähnender Freund, du bist dran. Aber wir fangen erst an mit den Frauen. Ich brauche jetzt auch mal eure Hilfe. Ich gähne nämlich auch gleich. Und zwar die Frauen singen jetzt gleich alle zusammen. Ganz einfach. Ich mache das einmal vor. Immer nur so. Es gibt keine. Ganz einfach. Es gibt keine. Ja, weiter, lauter, alle, auch da. Es gibt keine. Yeah, okay. Ihr macht weiter. Okay, jetzt kommt der gähnende Freund und alle anderen Männer. Ihr macht weiter. Zeit für Stress. Ah, yeah, weiter. Es gibt keine. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Es gibt gar keine. Nein, nein, nein. Und es geht nicht darum, dass man sich selbst überholt, damit man vor allen anderen ankommt, da wieder rauszukommen. Nein, für uns geht es nicht darum, was irgendwann kommt, sondern was jetzt ist. Und das ist Zeit,
unmessbare Zeit, die danach schreit, mit ihr zu machen, was man will. Es ist Zeit, die kein Vergleich jemals erreicht. Wenn man sich mal selbst in Ruhe lässt, gibt es keine Zeit für Stress. Oh, geil! Und es gibt gar keine Zeit. Vielen Dank. Großartig, großartig. Kann euch gar nicht sehen, aber ihr wart gut. Ja. Was sagt denn die Zeit? Ein russischer Witz. Ein russischer Witz. Aua. Ich bin nicht so diskriminierend. Zwei Minuten? Zwei Minuten. Zwei Minuten. Ach so, Scheiße. Nochmal Deutsch? Das Lied in mir oder? Ja! Rammstein lässt grüßen. Zwei Minuten habe ich noch gehabt. Viel zu langes Intro für zwei Minuten. Um zu sehen, wie's um mich steht, frag ich meinen inneren Prophet. Wenn er dann sagt, wie's mir eigentlich geht, denk ich gleich, es wär zu spät, um das Ruder zu reißen, die Kurve zu kratzen. Ich fühle mich scheiße und als würde ich platzen. Doch es wird nicht passieren, denn ich benutze ein Ventil. Wer kann mitsingen? Und ich such nach einem Lied in mir. Ich bin beeindruckt. Ich kann die Melodie schon hören, aber weiß nicht, was da passiert. Auf einmal geht's mir gut und alles bewegt sich im Takt. Ich bin dankbar für das Lied in mir und dafür, was es mit mir macht. Finde ich Töne, schräge und schöne. Ich spür, wie sie klingen und leg los, mit ihnen zu singen. Das ist mein Weg und ich will, dass ihr mich versteht, denn ich such nach einem Lied in mir. Ich kann die Melodie schon hören, aber weiß nicht, was da passiert. Auf einmal geht's mir gut und alles bewegt sich im Takt. Ich bin dankbar für das Lied in mir und dafür, was es mit mir macht. Sekunde! Ja! Manuel!